Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Terraformacraft. Wir sehen einen Voidy bei der Arbeit, wie er gerade mit Schafen, ja, mit mir hier herumtrollt. Ich habe euch natürlich, ich habe den Teamspeak natürlich wieder auf Mute gestellt, damit mir die beiden hier nicht in die Begrüßung hineinquatschen. Genau, wir sind wieder zu, oh verdammt, zu zweit, zu dritt insgesamt. Tia, Voidy und meine Wenigkeit. Und wir haben eben schon kurz besprochen, was wir euch denn heute zeigen. Tia streamt wieder live, also falls jemand bei Tias Stream zugesehen hat, dann müsst ihr das hier leider alles doppelt sehen. Wie gesagt, wir waren eben dabei zu versuchen herauszufinden, was wir denn heute Interessantes machen können, was sich lohnt aufzunehmen. Und wir schauen jetzt mal, wie weit wir denn insgesamt gekommen sind. Ich schalte die beiden mal nochmal dazu. Mikrofon activated. Sound resumed. Boydi, bis eben wusstest du noch nicht mal, dass wir aufnehmen wollten. Doch, also ihr hattet Das ist ja. natürlich wieder sehr passend, was da. Was ist das? Ich habe meine Leute gerade begrüßt und habe ihnen gesagt, wir sind gerade dabei rauszufinden, was wir machen. Und dann sagt hier, Boydi, bis vor kurzem wusstest du noch gar nicht, dass wir aufnehmen wollten. Dann dürft ihr jetzt noch kurz Hallo sagen, wenn ihr wollt. Hallo. Hallo? Zuschauer von Ben. Hallo. Hallo, hallo, bleib Nighthard. stehen, dann kann ich auch Hallo sagen. Da ist er. Hallo, hallo, hallo. Nee, ich muss schon mich anschauen. Au, was? Oh, was tut Jo, ihr? das wollte ich wirklich nicht. Was zur Hölle? Die hat einen hohen Okay. Reichweite. Wollte, du kannst dich schon mal auf einen Shitstorm in meinen Kommentaren gefasst machen. Okay, jetzt Tut mir leid. dann kann ich meinen Leuten aber auch gerade zeigen, das bügelt diesen Tod dann wieder raus. Voidy hat nämlich fleißig gebaut. Wir haben auf unsere Gaststätte Du eine kannst mich auch Etage. in Revanche dafür im Arsch schlagen, wenn du Nö, willst. das ist schon in Nein, Ordnung. wir wissen, wie das endet. Wir haben über unserer. Soll ich deine Items aufsammeln, oder machst du das? Das mache ich gleich. Über unserem Gasthaus haben wir jetzt uns so eine Art Jugendherberge, so eine Art Herberge eingerichtet mit verschiedenen Zimmern. Die hat hier bestimmt auch noch nicht gesehen, die Zimmer. Nee. Und da haben wir hier so einen großen Gruppenraum, so einen großen Gruppenschlafraum mit schönen Doppelbetten. Hier, da hinten kommen irgendwie normale Gästezimmer hin. Eins, da, so ein großes. Nee, ja, Ne? ich will eigentlich nur ein doppelt irgendwie ein Zimmer, dieses Suite halt haben und halt dann einen Saal. Also, Nein, okay. aber die Moral von dieser Geschichte ist, eine Hellebarde hat eine sehr große Reichweite. Ja. Das ist Und sie für. gehört nicht in Voidys Hände. Genau, das ist für meine Zuschauer jetzt immer ein bisschen interessant, weil ich ja schon wieder, ich glaube, 2 Wochen nicht mehr aufgenommen habe. Und jedes Mal wird er von mir erschlagen. Nee, ist gar nicht wahr. Die Schmiede ist soweit fertig, die hat ein schönes Dach bekommen. Ja, Stützmittelbalken ja. oder was ist das? Ja, und vor allen Dingen Kerzen drauf abbilden. Ah, man kann Kerzen drauf abstellen, okay. Clever. Ja, das Problem ist halt, ne, in Beleuchtung und so. You Und know. Tia hat ihr Haus fertig gebaut. Ja. Gehen wir gleich mal uns Lange anschauen. nicht mehr online. Naja, ich glaube, als ich letztes Mal aufgenommen habe, waren wir gerade auf der Suche nach Tias Holz. Das stimmt, das stimmt, Hust, das stimmt. hust. Ah, Denn es genau. Wir ist perfekt, haben dann schließt du praktisch genau daran an die. gerade Logischerweise. quasi keinen Graphit gefunden. Wir haben es aufgegeben irgendwann. Wir haben aber Tias Holz gefunden, wie man sieht. An diesem schönen Wattehäuschen hier. Ich darf ja mal rein, oder? Ja, ich habe aufgeräumt. Oh, sie hat aufgeräumt, sehr schön. Blumentopf und Kiste. Dafür den Stream. Ja. Kiste mit Laternenhalter an der Decke. Ah, sehr schön. Und was machst du mit dem Garten hier? Achso, du spielst ja Kräuterhexe, ne? Nein, ich bin Kräuterhexe, ich Entschuldigung, du spiele die bist nicht. Kräuterhexe. Jetzt werde ich gleich verflucht. Und was wird dieser Holzunterstand? Hier kommt mein Ziegenbock rein, den Voidy schlachten wollte und den ich vor dem Schlachthof bewahrt habe. Okay, solange ich das nicht Ja. bin, ist das in Ordnung. So. Ich war natürlich auch relativ fleißig. Tia, hast du das schon gesehen? Mein Bauwerk? Ich habe es von weitem betrachtet. Oh, da war es aber noch nicht so weit. Ja, ne?
Bin auch gerade dabei, mit unserer Hauptbrücke einen Weg anzuschließen. Da habe ich noch nicht ganz fertig gemacht. Und zwar soll der Weg dann nachher hier an das Ende der Brücke anschließen. Er soll dann quasi von Norden her runterkommen. Oh Gott, ich bin so langsam. Warum bin ich so langsam? Achso, ich kann rennen. Du hast keine Speedrüstung an. Ja, ich habe keine Brauerrüstung an und ich laufe nicht auf Zement, genau. Richtig. Man ist so verwöhnt, es ist furchtbar. Falls die Zuschauer sich wundern, Hosenkorb. Genau, Hosenkorb. So, da ist der Weg. Bis hierhin habe ich ihn gebuddelt. War ein Haufen Stück Arbeit. Ein Haufen Stück Arbeit. Und nachdem Woldi dann hier überall seinen Kies hingelegt hat, weil er so gerne Kieswege hat, kann man dann hier schön Ja. rundherum auf den Berg hoch. Zack, zack, zack. Und lande dann. Ich halte jetzt extra den Blick hier in den Boden, damit ich nichts verrate. So. Ich bin noch nicht so weit. Hüpf, hüpf. Tada! Eine Burg auf dem Berg. Not bad. Eine große Burg. Mit etwas missglücktem Turm, muss ich zugeben. Ach, Da, naja. der hat da so eine Kante drin, damit man trotzdem noch schön drum rumlaufen kann. Und Delle. So eine Delle. Hier Ja, hinten einen kleinen das geht allen Aussichtsturm. Burgen. Das geht vielen Burgenbauern in Minecraft. Ja. Mit schönem Ausblick auf unser zukünftiges Dörfchen. Aber nicht auf Und. mein Haus. Ja, da hat Woody leider die Schmiede in den Weg gebaut. Oder du hast deine Position falsch gewählt. Ich würd eher sagen, sie kam später, also hat sie sich einfach Gut. den falschen Blickwinkel gestellt. Genau. Du kannst natürlich Das einfach. heißt, ich baue ein kleines Türmchen oben drauf. Nein, oder Zum ja, Beispiel. entweder das oder Ben baut einfach seinen Türmchen noch etwas höher. Genau, so bis 250 etwa, ne? Ja. Slider, du wirst Katzen-Content hören. Ab und zu miaut was im Hintergrund. Die Büsche, die hier stehen, sind die geplant oder stehen die einfach so hier rum? Moment. Was für ein Warum Zeug? stehen Achso, die Erdbeerbüsche? Stehen Erdbeerbeere. hier Büsche rum? Nö, die sind nicht geplant. Das heißt, ich darf die mitnehmen? Ja. Genau. Die Burg soll als, also da kommen noch ein paar Gebäude rein, ne? So ein kleiner Hühnerstall und so eine kleine Schmiede und ein Wohngebäude soll da noch rein. Und natürlich ein Keller. Und der Keller wird dann hiermit verbunden, mit der Brücke hier. Ist auf der Rückseite. Und da kann man dann quasi, da können die Dorfbewohner dann bei Angriff, in Anführungszeichen, bei einem Angriff auf das Dorf schnell in die Burg flüchten und sind dann ein bisschen sicherer als in ihrem schutzlosen Dorf. Es Ne? bräuchten wir nur noch Dorfbewohner. Ja, und etwas, mit dem man angreifen kann. Woidi, dein Stichpunkt, dein Stichwort? Ja, aber Das dauert noch. ist das hier Salzwasser? Ja, ne? Wo bist du denn am Meer? Ja, das sollte Salzwasser sein. Mist. Da muss ich wieder zur Schafsweide mein Wasser holen. Solltest vielleicht mal oben einen Brunnen anlegen, Ben. Oder Ja, besser auf klar, wenn du Erster. mir einen Eimer gibst. Besser fürs Erste wird mir reichen. Nein, Besser, ja. ja, angreifen, das ist halt. Da du jetzt so viel Hosenkorb spielst, dauert es noch ein bisschen. Erst nein, ja, das vor allem sieht man, das wird wahrscheinlich sowieso nichts werden. Ach so, okay, gut. Also, ja, das ist halt schwierig, ich weiß es nicht. Nein, vor allen Dingen ist halt die Frage, wie viel ich mir überhaupt Arbeit noch mache. So, und Und was sollten ja ist. dann auch Leute online sein, Ja. sonst macht es keinen Sinn. Was ist hier mit diesem neuen Gebäude, das hier am Entstehen ist, auf der Schafsweide? Was war das? Welche? Ganz hinten. Nördlich oder südlich? Westlich? Ist? Ja, hier Westlich hinten. ist kein Gebäude am Mischen. Das ist Westen, das da. Am westlichen Ende Nein. der Schafsweide. Da ist kein Ah, Gebäude. Entschuldigung, am südwestlichen Ende dann eben. Die Schafweide geht da hinten Also, ja ja, weiter. also im Süden, das wird der Stall und im Norden, das ist die Köhlerei. Oder wird die Köhlerei? Ach, da hinten, das ist die. Ach, das ist die Kühl. Ah, jetzt hab ich's. Okay, da. Ah, ja, Gehen okay, gut. wir gleich schlafen oder? Nein. Ja, nein, okay. Das ist ein total spannender Stream für meine Leute, wenn ich dann die ganze Nacht im Stall rumste im Haus Wieso? rumstehe. So.
Mach doch was. Kannst Weil ich nicht das machen kann, was ich machen möchte. Was willst du denn machen? Ich will, ach, ich gehe jetzt einfach nachts auf die Weide und fange mir meinen Schlacht. Nimm den Leine mit. Habt ihr extra die Tür aufgemacht? Ein Tier rennt einfach durch die andere Tür. Ich habe eine Leide. Moment, ich mach dir die Tür hier auf. Welche sind die, die fürs Schlachten gedacht sind? Ist okay. Keine mehr. Haben wir keine mehr. Wir haben das. Ich darf mir also einfach irgendeins nehmen. Wolli hat sein Zuchtprogramm aufgegeben. Ich komm hoch, wir können schlafen gehen danach. Ja, jetzt ist es schon auf der Weide. Jetzt kannst du da auch bleiben, wo du bist. So, der Chat darf sich jetzt für das Schaf, was ich hier habe, einen Namen aussuchen. Hast du dir auch eins geholt, das gezähmt ist? Keine Ahnung, es läuft hinter mir her, als ich es angebunden sollte habe. Sollte eigentlich, ich weiß es nicht genau. Ja, das ist das Problem. Ich wäre ja für Azrael oder so. Azrael, das ist ja auch eine Katze. Kannst du Miau sagen? Uff. Es sagt Mäh. Nein, ich denke, das mit Azrael lassen wir. Tia, ich hab dir doch... Was? Ich mache extra die Tür auf und ziehe dann nebendran durch die Tür. Puh. Kann ich mit dem Schaf irgendwo hergehen, wo es nicht stirbt, weil überall Dornbüsche sind? Du kannst einfach durch die Tür gehen und schnell wegziehen, dann stirbt es nicht. Vor allem, die sterben ja nicht sofort an den Dornbüschen. Dauert ja ein Stück. Oder so. Macht sie erst unsere Dorfverteidigung kaputt. Mhm. Ja, und ich befinde mich sowieso außerhalb. Wenn dann unser Dorf überrannt wird von Zombie-Horden, ja, dann ist man schuld. Und schon läuft's scharf in die Büsche. Komm her! Oh, noch keine Tür. Tia, du hast etwas Essentielles bei deinem Ziegenbock-Schlacht-Rettungsstall vergessen. Eine Tür, ich weiß. Gut. Top. So. Au. Dann kannst du aber auch die Leine ab. Nein, die bleibt dran. Nein, wir brauchen ja aber die Leine. Voidi. Wozu? Mein Stall, meine Regeln. Unsere Leine. Nein, meine Leine. Meins. Unsere Leine. Ja. Slider, nein, wir können das Schaf nicht Helga nennen, weil es ein Bock ist. Aber Helga ist trotzdem lustig. Aber ist Helgare nicht auch ein nordischer Männername? Ja, mit dem kannst du jetzt spielen. Mache ich auch. Hm. Achso, natürlich. Ich könnte auch einfach hinten im Lagersystem nachgucken. Da hat Voidi das bestimmt einsortiert. Voidi hat irgendwie immer die Angewohnheit, alles, was irgendjemand macht, zurückgängig zu machen. Ja. Und es dann so zu machen, wie er es möchte. Genau. Tias Krimskrams? Gar nicht wahr. Nein, deswegen hast du jetzt auch gerade die Leine abgemacht. Ja, wir haben davon nur zwei 100. oder drei Stück. Hinab, Abenteures allerlei. Zwei. Für den Tierfreund. Nee. Was suchst du denn? Leder. Fertiges Leder? Nee. Ich glaube, haben wir gerade gar nichts dabei. Rohleder müsste ich hier bei Lebewesen nehmen. Ja, da hätte ich mich fast gedacht. Ach doch, sogar fertiges drin. Und nee, ich will. Oh, wir haben Enderperle. Ich will unfertiges. Wir haben doch. Nein, wir haben. Medium Low Height. Perfekt, das nehmen wir. Ja. Achso, wollte jeder machen. Mhm. Wollen wir was mal schlafen gehen? Achso. Ach, ja, jetzt auf einmal. Du wolltest Ruhe. Ja, jetzt bin ich schon auf meinem Blumenfeld. Das könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, ich lege. Schlafen. Toll, jetzt steht die ganze Zeit während meiner Aufnahme im Chat, dass ich gestorben bin. Danke, Voidi. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur winken mit meiner Hellebarde. Ja, ich wollte nur winken. Headshot. Furchtbar. Ja, gehst du ins Bett? Nee. Ja. Ich versuche es gerade. Aber es klappt nicht. Ich bin schon bei minus 1800, 900, 2000. Voidi, mach mal, dass die Betten nicht mehr verbuggt sind. Ja, sonst noch was? Voidi, mach mal bitte schöneres Terraformacraft. Ach, sie wollen Fleisch? Ei, Fleisch. Ugh. Was? Ich habe gerade mit dem Zombie geredet. Also, ei. Er hat gesagt, ei, Fleisch, ei, ugh. Und dann ist er umgekippt. Okay. Die Verteidigung funktioniert. Ja.
Ich vermisse übrigens gerade auch noch Weiler. So Was? verwöhnt. Ich habe Was? die, ich Und, hab, ach ich hab, ich nee. hab die Pflanze auf dem Feld angeguckt und habe mich gewundert, warum ich nicht sehe, was es ist. Es ist Naja. furchtbar. Moment, ich Und muss. lieber Stream, hier seht ihr Minecraft-Snobs. Was? Minecraft-Snobs? Warum Genau. das denn? Na, weil ihr gerade die ganze Zeit Insider-Paint. feststellt, genau, und feststellt, wie rückschrittlich das hier ist. Permacraft ist. Ja, Da das ich ist gar klar. nicht, es ist anders. Ja, die Möglichkeiten von Permacraft zu Hosenkorb sind schon ziemlich Mein Schaf hat rückschrittig. Angst vor Rückschrittig ist mir. anders. Ja, ich habe auch Hallo, Angst vor oh, dir jetzt, von daher. vielleicht sollte ich die Axt aus der Hand nehmen. Hallo, kleines Schaf. Ah, Hilfe. So. Na, du musst mal ganz groß werden. Es ist Ich groß. vermute, er ist schon Nein, groß. das war das kleinste von allen. Es ist trotzdem groß. Es war nur halb so groß wie die anderen. Ja, aber es ist mit höherer Wahrscheinlichkeit trotzdem ausgewachsen. Bist du schon ausgewachsen? Ja. Du hast aber irgendwie, du hast einen leichten Silberblick. Der habe ich auch. So, bevor ich jetzt hier noch Lachkrampf kriege, weil hier wieder irgendwelche lustigen Kommentare von sich gibt. Aber was, das Schaf hat wirklich einen Silberblick. Ich kann es mir nachher anschauen. Ich muss dem Schaf eine Brille basteln. Voidy hat hier fernab unseres Dorfes die Ledergerberei aufgebaut. Die Ja, fernab nicht. produziert ja jede Menge Gestank. Ja, die armen Dorfbewohner haben dann bei Ostwind dann leider die A-Karte gezogen. Du meinst eher bei Nordwind. Das ist Norden. Nee, die Burg steht von der Ledergerberei aus östlich. Wenn Das ich heißt bei den Westwind. Wenn der Wind von Kompass. Westen kommt und nach Osten Ach weht, so, ne? ja, okay. So. Und. Richtig, im Verteidigungsfall. Genau. Oder die Do Burg, die dauerhaft, die Personen, die dauerhaft auf der Burg sind, dann die auch. Das Medium Rawhide ist das Richtige, ne? Bevor ich es jetzt reinlege und nichts passiert. Doch, ja, Rawhide, genau, das musst Genau, du in so. das. Tia hat das ihren Twitch-Zuschauern, glaube ich, schon vor vielen, vielen Twitch-Livestreams gezeigt. Also man Wie man braucht, kocht. wie man Leder macht, genau. Ach so, okay, ja, das Man haben wir braucht schon diese mehrfach. drei Schritte hier. Man muss das rohe Leder quasi einmal in das Lime-Water werfen und dann hier auf Verschließen klicken. Das Lime-Water bekommt man, indem man in ein normales Wasserfass Flux reinwirft. Wollte, du korrigierst mich, wenn ich Mist erzähle. Ja. Nee, 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 fast. Holz, Holz. Es war irgendein Holz, was man Nein, reinwerfen nein, nein, muss. nein, nein, nein. Ne? Lime Water ist Kalkwasser. Das ist richtig. Das ist Wasser plus Flux. Also Achso, ja, Kalk. man muss aber den Flux in einen Wassereimer machen und dann Richtig, das ja. Lime-Water reinfüllen, genau. Zumindest ja, ist leider so Hier haben wir umständlich. dann normales Wasser, das ist dann der nächste Schritt und zum Schluss, der dritte Was? Schritt, ist dieses Tannin und das wird aus Holz gemacht, das war es nämlich gewesen. Das ist Aus Gerber. Tanne. Tanne oder es gehen zwei Arten. Tanne oder Eiche, glaube Man ich. macht Aber wenn quasi. es aus Eiche ist, heißt es nicht mehr Tannin, weil Tannin ist, egal. Kann sein, Man ja. macht quasi normales Wasserfass, legt hier, wo ich eben das Leder reingelegt habe, den Holzblock rein, drückt auf Seal, ja, richtig oder falsch oder richtig. Und irgendwann kriegt man dann das Zeug raus. Das dauert wieder lange. So 8 Body, Stunden, glaube ich. 8 Stunden, 8 Minecraft-Stunden. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann zum nächsten Arbeitsschritt übergehen. Wir können auch schlafen gehen. Es ist heller Ach Tag. Gott. Ja, dann. Deswegen macht man das auch abends. Nein. Ja. So, was wollte ich jetzt noch schauen kommen? Don't know. Achso, der Bock mit dem Silberblick. Vom Silbersee. Vom Silbersee. Solange ich es nicht bin, ist alles in Ordnung. Hüpf, hüpf. Tja, was machen deine Zuschauer? Wie viel hast du denn? Ich weiß nicht, meine Katze liegt vor dem Counter. Das ist immer gut. Da ist er. Ohne Haare, der Arme. Oh, er rennt von Der mir mag weg. dich aber nicht. Hallo, ich bin deinesgleichen. Komm zu mir. Achso, der ist, ja klar. Er hat ein bisschen einen Sehfehler.
Ja, meinen Sehfehler kaschiere ich mit der Sonnenbrille. Aber er hat jetzt auch einen Namen. Ach ja, wie Der denn? wäre. Er hat auch ein Namensschild. Ach so, hast du ihm schon ein Namensschild? Hm, wie sehe ich denn das? Wie? Am Haus. Ach, am Haus, Entschuldigung. So, ich dachte, du hast ihm ein richtiges Namensschild Ja, gegeben. Helga, wusste ich's doch. Sehr schön. Ja, Nametag haben wir auch hier in der Kiste. Echt? Ja. Die funktionieren aber ein wenig anders als die Vanilla Name Tags. Aha, Wie okay, erklär funktionieren mal. sie denn? Jetzt sag nicht, ich mache das schon für dich. Nein, nein, ich habe aber schon welche gecraftet. Ja, Nein. müssen sie denn? Ich hab's auch eben gesehen. Ja, müssten bei Tiere sein. Alles für den Tierfreund, genau. Achso, da, alles für den Du Tierfreund, genau. musst. Wie war das nochmal? Also, du machst halt. Wir haben ja kein Ich wollte dir anderes. eigentlich eins vorbeibringen, Tier. Du musst, Doch, glaube ich ich, hab jetzt ein. schon eins. Du schreibst halt den Text, den das Nametag haben will, auf ein Schild. Und dann tust du mit dem Nametag auf das Schild rechts klicken, glaube ich. Geht das Schild dann weg oder bleibt Nein, das? das Schild dürfte bleiben. Das heißt, ich könnte jetzt auch einfach den Nametag auf sein Namensschild machen, das hier schon hängt. Richtig. Du kannst es Voidies. übrigens auch umbenennen, aber ich glaube, wie gesagt, wenn das Nametag einmal auf dem Tier ist, dann dürfte es wahrscheinlich drauf bleiben. Beim Voidies nächsten Mal. Hund Neidhart muss mal. Was? Der hat sich ganz dezent in die Hecke verkrochen. Okay. Oh, super. Es das heißt jetzt Helga der. Offensichtlich. Den Zeilenumbruch hat der Nametag wohl nicht mitgenommen. Ne. Ja, dann war es nur die erste Zeile. Helga Helga der. der. Ah, schön. Dann ist das halt Vor- und Nachname. Der Nachname war klein geschrieben. Ja, das Ja, macht man unter und? Schafen so. Ach Willst du jetzt hier so, Schafe stimmt. diskriminieren? Stimmt. Nein, ich will keine Schafe diskriminieren, ich bin selbst ein Schaf. Mein Gott. Sheep-Shaming. Sheep-Shaming. Every sheep is beautiful. Genau. So. Every sheep is woolly. Wie mache ich Wohlwollig. das, der keine Angst mehr vor mir hat? Gar nicht. Du musst Getreide in die Hand nehmen. Ich brauche Getreide. Also, wenn es ein domestiziert ist, das ist irgendwie so, wenn sie wild sind, dann rennen sie eigentlich immer weg. Und wenn sie domestiziert sind, dann rennen sie nur weg, wenn du kein Getreide in der Hand hast. Achso. Okay, und woran Wir erkenne müssten. ich das? Gar Naja, nicht. wenn Das du gerade erkennst in du der übrigens Hand hast, auch früher. dass er zu dir kommt. Wir dürften noch Getreide in der Küche haben. Ja, bin schon Okay. dabei. Okay. Shit. Ich 1, bin 2, aber. 3. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das so klug ist, wenn das Schaf das Getreide holt. Was für ein Getreide. Ach, Helga, der. Helga, der. So. Jo. Helga, der, du bekommst gleich ganz tolles Leckerchen. Ja, du musst Oh, ihm ich dann, darf wenn auch das. schon, eine Helga Sie spendieren. Ich darf das L-Wort hier nicht sagen, wenn die Katzen anwesend sind. Elwood? Leckerli. Achso, ja. Hallo. Oh, er kommt, Wäre Tatsache. ich ein guter Schafsbock? Du bist ein guter Schafsbock. Meinst du jetzt Ben Ich bin oder ein guter Helga? Ah. Schafsbock. Ich kann dich leider nicht füttern, Ben. Om nom 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 nom. Moment. Und schmeckt's? Kommen bei mir auch Herzchen über dem Kopf? Nein. Hm. Dann Mist. war es nicht gut Ich genug. bin kaputt. Dieses Schaf ist zerkratzt, ich möchte es umtauschen. Ey, das Herr ist Berg, irgendwas Absicht. stimmt mit Schafi nicht. Herr Berg? Berg? Ach ja, ihr guckt ja kein Fernsehen, keine Werbung. Ach so, Herr Du Berg, irgendwas etwa? stimmt mit Hasi Ja. nicht. Mit Wollwig, ohne Wollwig, oder wie war das? Seit wann guckst du Fernsehen? Die Werbung Sia. kenne ich. Ich bin enttäuscht von dir. Ja, aber Die die Werbung ist Werbung einfach kennt man cool. doch. Nein. Doch. Nein. Doch, die kenne ich sogar. Und die ist sogar gar nicht von Volvic, sondern von irgend so einem Fruchtgetränk aus den USA. Und die haben einfach nur die Volvic-Flasche da reingeshoppt. Wirklich? Noch schlimmer. Ja. Wie gemein. Naja, gut. Auch in Amerika stimmt etwas mit Hasi nicht. Hieß der nette So. Mann da auch so? Ja. Gut. Okay. Jetzt wird Wo es die. dunkel, das heißt, ich kann jetzt in mein Haus gehen und kann Oh, Heilpaste shit. herstellen. Microphone muted. Sound muted. Wie gut, dass Tia erwähnt hat, dass es dunkel wird. Denn
Ich habe mal wieder die Zeit vergessen. Hust, hust. Und bevor wir uns jetzt hier ins Bett legen, verabschiede ich mich nochmal ganz recht herzlich von euch. Wollte ich das Bänkebacken hier ein bisschen rum, wenn ich mich bewege. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Ben.